Ihr glaubt auch, wir machen jeden Scheiß mit, oder? Hier bin ich, immer noch eiserne Eisbucket-Jungfrau. Wir haben ja gedacht, wir könnten diese Challenge irgendwie komplett ignorieren. Das geht vorbei, da muss man nicht mitmachen, wegscrollen, wegklicken, haben wir gedacht. Aber wenn jetzt ein Präsident der Vereinigten Staaten mitmacht, Star Bucket Bush sozusagen, da müssen wir nachziehen, da müssen wir nachnominieren. Und das tun wir. Daily Knödel, bitte erklär uns, was dieser Eiswasserscheiß soll. Wie bringt man möglichst viele Menschen dazu, etwas völlig Beklopptes zu tun? Inzwischen braucht es dafür nicht mal mehr Hashtag-Propaganda oder hochwertige Gewinnspielpreise. Nein, eine Nominierung reicht völlig. Bei der Cold Water Challenge kippen sich Menschen kaltes Wasser über den Kopf. Oft auch Prominente, die froh sind, überhaupt mal für irgendetwas nominiert zu sein oder die Aktion gleich als Image-Kampagne nutzen. Nicht wahr, Herr Zuckerberg? That was really cold. Der ursprüngliche Gedanke dahinter, nämlich auf eine ernste Nervenkrankheit hinzuweisen, wird natürlich auch hier und da mal pflichtbewusst erwähnt. Ist ja auch super. Ich kippe mir Wasser über den Kopf, das ist lustig, bringt Ansehen, ich werde sauber und nebenbei bessere ich mein Karma-Konto noch ein bisschen auf. Bei all den Vorteilen muss man doch nicht auch noch hinterfragen, ob es sich dabei wirklich um einen politischen und gesellschaftlichen Trend handelt oder ob es doch nur wieder Nonsens im Aktivismusmantel ist. Aber mal ehrlich, muss es denn auch immer Sinn ergeben? Ich finde, wir können allein schon dankbar sein, dass wir dank dieses Trends auch mal Multimillionäre dastehen sehen, wie begonnen. Hours. Good luck. Ja, wer weiß, vielleicht müssen wir alle regelmäßig Sachen machen, die wir später bereuen. Und damit wären wir beim nächsten Thema, der schlimmsten Erfindung dieses Internets, Pop-Up-Werbung. Aua. Ja, sogar der Erfinder der Pop-Up-Werbung bereut sich jetzt. Das gibt voll den Blau. Pop-Up, das tut weh. Er ist schuld. Er geht jetzt auch bald. Ist aber trotzdem eine Netznews, ist auch kein Spaß. Jetzt mehr dazu in unserem Filter. Erfinder der Pop-Up-Werbung entschuldigt sich. Ich habe den Code geschrieben, um das Fenster zu öffnen und darin Werbung zu schalten. Es tut mir leid, unsere Absichten waren gut. Netzaktivisten kritisieren die digitale Agenda. Es kommt wie befürchtet, Unverbindliches statt Konkretes. Die digitale Agenda ist genauso eine Fehlplanung wie der Flughafen BER oder man bringe mir bitte mein Schreikissen. So wird die digitale Agenda der Bundesregierung verrissen, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Und darum geht's. Bis 2018 soll es auch auf dem Land schnelles Internet geben. Außerdem sollen mehr IT-Firmen gegründet werden als bisher. Und das Netz soll für alle sicherer werden. Dem Team von netzpolitik.org fehlt da einiges. Also meine drei wichtigsten Punkte ist, dass wir eine verbraucherorientierte Reform des Urheberrechts hinbekommen, damit das Urheberrecht endlich mal wieder zeitgemäß ist, dass wir die Netzneutralität so absichern, dass es wenig Schlupflöcher für Telekommunikationsunternehmen gibt, das Zwei-Klassen-Netz zu etablieren und dass wir die sogenannte Störerhaftung abschaffen, damit wir endlich mehr offene WLANs in Deutschland bekommen und damit auch einen Schritt in die Richtung machen, die digitale Spaltung zu beseitigen. Der trampende Roboter ist angekommen. Hitchbot hat als erster Roboter Kanada durchquert und das per Anhalter. Hier sehen wir ihn in einem Video einer Uni aus Toronto. Im Netz wurde Hitchbots Reise von vielen begeistert verfolgt. Von der Ostküste 7000 Kilometer bis zur Westküste. Hinter der Aktion stecken kanadische Wissenschaftler. Sie wollten wissen, wie Menschen mit Robotern kommunizieren. Was dabei herausgekommen ist, werten die Forscher jetzt aus. Ja, wir von der Wochenwebschau sind ja nach der letzten Sendung nach Köln zu den Video Days getrampt. Und ich habe den Hype noch in meinen Ohren drin. Es waren verdammt viele YouTuber da und auch viele Fans, ihr vielleicht auch. Wenn nicht, macht nichts. Wir nehmen euch jetzt ganz kurz mit auf ein Best of Video Days 2014. Wie gefällt es dir hier? Cool.
Ja, ohne Frage, auf YouTube tummeln sich jedes Jahr mehr Talente. Wir haben die ganz Großen gehabt, also findet ihr auf unserem Channel Interviews mit Liv Lloyd, Joyce und Darum. Wir haben aber auch mit den Newcomern gesprochen. Dieser heißt Marspet, Soziologiestudent, 20 Jahre und ja, der kann auch sprechen. Jetzt sind wir hier in der Elternecke, wo die Eltern chillen. Und ich chill hier nicht, sondern ich treffe den nächsten Newcomer. Hallo. Hi. Marspet. Hi. Stell dich kurz vor. Hi, ich bin Marspet, ich bin 20, bin auf YouTube seit knapp 3 Jahren und ja, es macht sehr viel Spaß. Und dein Channel hängt alle anderen ab, weil? Weil ich einfach ich bin und einfach ja, meine ironische Art und Weise auch auf YouTube versuche rüberzubringen. Kurz zusammengefasst, du machst Parodien. Wie finden das denn die, die parodiert werden? Naja, Parodien jetzt nicht wirklich. Ich mache eher so, ja, weiß nicht, ich zeige so meinen Einkauf und erzähle so, ja, nicht wie die normalen Leute, oh, ich habe jetzt hier dieses Produkt gekauft und es ist so toll, sondern ich kaufe ganz alltägliche Dinge und sage so, ich habe es gekauft, weil es schön aussieht oder so. Also. Als du die Erkenntnis hattest, irgendwie, ich gehe zum Discounter, kauf ein und zeige das den Leuten und damit rock ich YouTube. Was hat diese Erkenntnis mit dir gemacht? Also ich habe eigentlich erst eingekauft und dann erst gedacht, das zeige ich jetzt. Ich bin nicht mit der Einstellung hingegangen, weil ich mache generell, also wenn ich irgendwie eine Videoidee habe, dann mache ich das einfach. Also ich denke jetzt nicht groß drüber nach, was denken die Leute drüber, weil es ist mein Kanal und wenn es niemandem nicht gefällt, dann soll er das nicht angucken. Es gefällt aber. Was unterscheidet deinen Einkauf von meinem Einkauf? Eigentlich nicht viel. Also ich bringe das wahrscheinlich nicht so rüber, wie man einen normalen Einkauf erzählen würde. So. Und das ist dann wahrscheinlich das, was denen eventuell gefällt. Erzähl doch mal deinen Eindruck von diesen 2 Tagen auf den Videodesk. Also ich war ja letztes Jahr das erste Mal hier und da war ich echt noch relativ klein. Da hatte ich irgendwie 1000 irgendwas Abonnenten und ich wurde genau von 10 Leuten angesprochen bis zum Ende des Tages. Und gestern, ich konnte mich nicht vom Fleck bewegen und stand von Anfang bis Ende fast auf derselben Stelle. Also es wird von Jahr zu Jahr krasser, definitiv. Wo willst du hin? Wo werden wir dich sehen? Ich habe mir gesagt, egal wie weit ich mit YouTube komme, ich werde definitiv mein Studium zu Ende machen und dann mal sehen, was auf mich so zukommt. Ja, viel Glück dabei. Und jetzt geht es um den oder die Glückliche, die dieses von mir schweißgetränkte, Autogramm veredelte Shirt bekommen wird von den Video Days. Wir haben mit einem komplizierten Zufallsgenerator-App-Gedöns den oder diejenige ermittelt und es ist Susi G. Herzlichen Glückwunsch, wir melden uns. Wir haben euch in Köln ja auch versprochen, dass ihr euren eigenen Wochen-Webschau-Moment bekommt. Und ganz ehrlich, ihr habt euch vor unserer Video-Wall nicht lumpen lassen. Danke dafür, ich freue mich auf euch nächste Woche hier. Tschö. Keine Abonnenten, ist mir egal. Krieg keine Klicks, ist mir egal. Wie führt sich ein Elefant einen Tampon ein? Er setzt sich auf ein Schaf. Wow, yeah! Ich kann gar nichts, deshalb bin ich ja nur als Gast am Video Day. Ist mir egal, ist mir. They're in the finery. 100 Jews on thrones, 100 Jews between. Halleluja, Halleluja, tschüss.